Einen wunderschönen guten Morgen und schnurzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Fallout 4. Ja, es ist aktuell, ist noch die Umfrage im Gange, ob ich nur bei jeder Aufnahme hier begrüßen und verabschieden soll oder ob ich weiterhin bei jeder Folge das machen soll. Ich weiß jetzt nicht, was ich gesagt habe. Keine Ahnung. Nochmal, also, die Umfrage ist noch im Gange, ob ich jetzt bei jeder Aufnahme oder bei jeder Folge begrüßen soll und verabschieden soll. Und ich bin sehr gespannt, was rauskommt. Ich habe jetzt Facebook und Twitter, wo die Umfragen halt sind, habe ich jetzt beide verglichen und zusammengelegt. Und es ist tatsächlich so, dass alle drei Optionen die gleiche Anzahl an Stimmen bekommen haben. Das heißt, es ist euch nicht nur wurscht, sondern ich darf mir dann am Ende auch was aussuchen. Gut, ich probiere da am besten mal ein bisschen rum. Ich mache mir nicht viel aus Good Neighbor. Da gibt's nichts als Ärger. Das hätte ich auf den Namen her jetzt nicht drauf geschlossen. Na, egal. So, jedenfalls, was mir in den letzten Folgen aufgefallen ist, dass, wo wir das Schiff gesäubert haben, war ja hier unten ein paar Raider, die wir ja killen mussten, von irgendeiner Farm, glaube ich, aus. Ich glaube, das war von hier. Und wir hatten das Vergnügen, dass das hier wirklich dann eine neue Stadt war. Und ich glaube nicht, dass es Diamond City gewesen ist. Ich glaube, das war eher hier so eine Stadt. Und die wollte ich mit euch ja erkunden, aber ich hatte das ja dann ganz vergessen. Ich hatte das ganz vergessen und ich würde sagen, wir holen das jetzt einfach nach. So, wir huscheln da jetzt einfach hin und erkunden ein bisschen und holen das jetzt einfach nach. Weil das wollte ich eigentlich nach dem Schiff schon mit euch machen, aber dann hatte ich dann irgendwas anderes oder wollte irgendwas anderes machen und dann fiel diese Stadt komplett unter den Tisch, weil die ist dem Anschein nach auch recht groß gewesen, wo ich das so grob da mal reingelinst hatte. Und ja. Und aus dem Grund begeben wir uns da jetzt einfach mal hin. Da liegt eine Flasche. Ich sehe eine Flasche. Ich will da aber nicht hin. Das sieht so aus. Ich habe Angst, dass ich da... Nee, ich gehe da lieber nicht hin. Ich habe Angst, dass ich da irgendwie versinke oder so. So, wir sind hier jetzt... Oh. Ach, guck mal! Ein Stolperdraht. Sowas. Da ist man hier keine zwei Minuten und findet schon Stolperdrähte und Bomben. Gut. So, wo ist denn das Schiff? Ist das da vorne? Ah ja, da vorne. Da ist es. So, dann schauen wir uns hier mal einfach um, ne? Ist ja jetzt Anfang der Aufnahme. Wir haben also noch jede Menge Zeit. Ach, und eine kleine Info. Bei mir spackt aktu... Oh nein. Ich sehe einen Supermutanten. Als kleine Info, bei mir spackt ja momentan Origin ganz böse rum. Also ich hatte ja geplant, jetzt nach Harvest Moon bzw. nach Spore mit Sims 4 anzufangen, weil ich habe das schon ewig nicht mehr gespielt und ich hätte so Bock drauf, das zu spielen. Aber Origin zickt bei mir ganz massiv rum im Moment. Ich weiß nicht warum, ich habe auch schon den Support, habe ich auch schon angeschrieben, aber da kam bisher noch nichts zurück. Und da bleibt aktuell wirklich nur noch Fallout 4 übrig. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe aktuell nicht groß Lust, es mit etwas anderem zu ersetzen, bis Origin wieder funktioniert. Weil ab morgen, also heute ist Montag, ich nehme ja gerade Montag auf. Meistens ist hier montags bei mir Fallout-Tag. Und morgen ist der 14.8. Das heißt, WoW geht endlich in die Startlöcher. Das Battle for Azeroth startet morgen.
Und ich habe da leider Gottes dann nicht mehr sonderlich Lust, da noch das zu irgend für irgendwas zu ersetzen, wenn es dann irgendwie 2 Tage später wieder funktioniert oder so, weißt du. Von daher würde ich sagen, für die Zeit, wo Origin noch nicht funktioniert, werde ich einfach oder werden wir einfach ein bisschen World of Warcraft spielen. Ich werde morgen wahrscheinlich live streamen. Ich weiß, man sollte am Day One einer Neuveröffentlichung, beziehungsweise gerade bei WoW, wenn ein neues Addon rauskommt, sollte man am ersten Tag wahrscheinlich nicht spielen, wegen diverser Fehler und weil halt alles ganz neu aufgespielt ist, etc. etc. und halt vieles wahrscheinlich wieder nicht funktioniert, so wie es eigentlich bei Blizzard ja üblich ist. Aber ich werde streamen und ich werde spielen aus dem einfachen Grund, ich finde das mega geil, wenn man wirklich Sachen findet, die wo nicht funktionieren, hunderte Spieler an einer Stelle stehen, weil irgendein Zeitsprung nicht klappt oder irgendeine Quest nicht abgebbar ist und sich dann hunderte Leute auf einen Schlag aufregen, weil es nicht funktioniert. Ganz gleich, dass es eigentlich heißt, Never Play on Release Day. Aber uns soll es egal sein, ich spiele ja eigentlich nicht, damit ich vorankomme möglichst schnell und eine Heldentat kriege, weil ich als erstes auf Level 120 bin, sondern ich spiele am ersten Tag meistens nur, um zu sehen, wie sich die anderen Leute aufregen, weil ich finde das einfach mega gut. Es weiß jeder, dass man da eigentlich nicht spielen soll, dass man 1, 2 Tage warten soll und dass man sich höchstwahrscheinlich auch gar nicht richtig einloggen kann, weil eben dieser Ansturm so groß ist. Aber trotzdem tun es alle und trotzdem maulen alle rum, wenn was nicht funktioniert. Und genau das ist das, was Sind ich. Sie sicher, dass jemand anders hierfür nicht besser geeignet wäre? Nicht, dass ich wüsste. Und jedenfalls, wir wollen oder ich will spielen und ich werde dann jetzt heute, also für euch war das dann vorgestern. Glaube ich. Also morgen kommt noch eine Folge und Mittwoch müsste dann die neue Folge, also diese erste Folge hier rauskommen. Also vorgestern ist das dann, dass ihr ja ein kleines WoW-Streamchen guckt. Mit wem ich jetzt spiele, weiß ich nicht. Aber ich weiß schon dann, mit wem ich morgen aufnehme. Das ist mein Dämonenjäger Agonis. Der wohl die letzte Zeit jetzt eine ganze Menge Zeug geholt hat, eine ganze Menge Reittiere geholt hat und gestern den ersten mythischen Raid in Karasan hatte. Alter, ich bin fast gestorben. Und bevor ich hier jetzt noch weiter rumstehe. Ich wollte gerade sagen, wo sind meine ganzen Waffen abgeblieben? So, das und das. Okay, sie sind alle noch da. Bevor ich hier jetzt sinnlos rumstehe, würde ich sagen, wir gehen jetzt erstmal hauen hier um und ich weiß nicht, ob ich dann noch einen Anschluss finde, wie ich dann. Genickschuss. Sehr gut. Und da ist irgendwo noch. Da sind irgendwo noch welche. Hey, da ist ich glaube, nichts da mehr. draußen ist wer. Das Jet wird dich nervös. Was denkst du denn? Das kommt von Keine rechts. Ahnung. Ich glaube, du siehst Gespenster. Ja, schon Hä? Muss ich das verstehen? Jetzt fang ich an durchzudrehen. Vielleicht kommen wir da auch von der anderen Seite hin. Erstmal mit einem schönen Genickschuss den Supermutanten niedergeknüppelt. Wer? Den Supermutanten, meine Liebe. Hör doch zu, was ich hier zu sagen habe. Ach, guck hier. Da ist wieder so eine Barrikade, da ist wieder so eine kleine Raider-Base, glaube ich. So, da bin ich echt mal gespannt, wie groß das hier alles ist. Ah, ich glaube, hier kommen wir rein. Ich möchte aber trotzdem ganz gerne erstmal den Supermutanten looten. Ich traue dem ganzen Zeug nämlich nicht. Ah, und hier liegt wieder alles voller Fleisch. Schrot. Oh, Schrot ist immer gut. Maulwurfszene. Und ich komme hier gerade nicht hoch. Was ist mit der Treppe? Da muss ich extra springen, dass ich hochkomme, weißt du? Kann ich hier mal? Oh, guck mal, ein Bett. Aber es ist schönes Wetter. Und schon wieder ein Raketenwerfer. Auch nö, ich hasse das, wenn die immer solche fetten Raketenwerfer oder sowas dabei haben. Da habe ich nie sonderlich viel Platz übrig dann.
Das ist doof. Ich hasse das, wenn die so fette Knarren dabei haben immer. Oh, guck mal, da unten ist ein Schirmchen. Da können wir einen wunderschönen Drink zu uns nehmen. So, wir suchen jetzt mal die Raider Base. Ich glaube, die war da hinten. Ah ja, da, ich sehe es schon. Immer Angst, dass da oben einer steht. Och, Kotzi. Ich habe immer Angst, dass da oben irgendwo einer steht. Ich habe was gehört. Ciao, Mädel. Du hattest was gehört. Aber ich verstehe nicht, wie die uns gesehen hat. Vorsicht, Sir. Ich glaube, wir werden verfolgt. Ja, dann guck dich schon mal um, Schnucki. Guck mal, da liegen die Bröckchen. Mietz. Was? Vielleicht sollte ich besser meine Sensoren reinigen. Mietz. Willst wohl Spielchen mit mir spielen, was? Kotzi, mach dich durch. Wie war das noch? Psst. Sir. Geh mal da rein. Hier. Natürlich, Sir. Danke. Geh mal bitte vor. Genau deswegen habe ich ihn vorgeschickt. Ich sehe nämlich gerade leider nichts. Was fliegt denn da hinten? Ach, das ist jemand. Den man natürlich dadurch da nicht erreicht, aber die uns wahrscheinlich abknallen können. Ich schwitze ja noch nicht mal. Los, der kleine Wichser hin. Komm, geh da rein. Ja, ich weiß auch genau wo, aber ich finde das irgendwie scheiße, dass die einen selbst durch diese Dinger abknallen können, aber wir die nicht. Das finde ich so ein bisschen assi. Einmal. Oh, Level up. Wo ist die andere? Ich glaube, der Kotzi hat sie gerade abgeknallt. Oh. Dankeschön. Boah. Stehst du schon wieder die ganze Zeit? Ah, nice. Da ist der Rest. War's das etwa schon? Ist ja langweilig. Ach ja, wir hatten Level up. Was wollte ich denn? Nochmal hacken. Schlossknacker. Rüstmeister, Waffen. Wissenschaft. Da brauche ich Level 17. Level 9, Level 18. Ich glaube, ich mache noch einmal hier das nächste Hacken. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, ob ich mir in der letzten Folge was vorgenommen hatte, dass ich aufrüsten möchte. Wenn ja, dann tut es mir leid. Aber wir müssen so langsam mal die Terminals hacken können, weil es gibt noch so viele Terminals, die wir nicht gehackt haben oder nicht hacken konnten. Weil wir einfach noch, ja, zu schwach sind dafür. Oh, ist er tot, der Arme. Warum liegen hier eigentlich Fleischbrocken rum? Hat er seinen Arm verloren? Ah ja, hat er nicht den Arm, die Hand. Gut. Hier ist offensichtlich nichts mehr. Es war nur eine kleine Raider Base, wie es scheint. Hier haben wir noch ein bisschen was zu futtern. Das nehmen wir natürlich auch mit. Und jetzt stehen wir hier und kommen nicht mehr runter.
Ich mach einfach so. Gut, jetzt bin ich aber, glaube ich, draußen gelandet, ne? Na. Na toll. Na großartig. Da hochspringen kann ich nicht, ne? Naja, was soll's. Raider sind keine mehr drin, sonst hätten wir noch welche gehört. Und wir gucken jetzt mal weiter nach dem Rechten. Da, 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 da. Oh, Hundi, hallo. Ein hässlicher Hundi. Ich habe... Inne Poppes! Da guckt noch der eine Arm so hoch. Ich winke dir, guck mal. Hallo. Komm her und nimm mein Fleisch mit. Da ist doch gerade schon wieder was vorbeigerannt da vorne, oder? Oder habe ich da was Falsches gesehen? So, immer schön nach rechts und links gucken. Ah, ich glaube, das war nur ein Vogel. Es ist übrigens gerade auch wieder stockdüster. Also wir haben 8 Uhr morgens für gewöhnlich. Würde schon die Sonne scheinen, aber es ist noch richtig dunkel, weil alles wieder bewölkt ist. Ich glaube, es kommt bald wieder ein bisschen Regen. Und das kommt mir sogar gelegen. Ich freue mich drüber. Ah, da drüben schaut es mir nach einer normalen Tür aus, wo man rein darf. Vorausgesetzt natürlich, es ist nicht diese Raider Base, wo wir eh schon drin waren. Mal kicken. Was haben wir denn hier? Marlboro House, ich glaube. Genau, ich glaube, hier waren wir noch nicht. Gut, dann würde ich sagen, wir speichern mal und dann gucken wir mal, was uns da innen drinnen erwartet, ne? Da bin ich mal gespannt. Das ist ja eine recht große Stadt. Ich glaube, da haben wir jetzt die ganzen kommenden Folgen dran zu arbeiten. So, da packt mich doch direkt wieder die Sammelwut, ey. Oh, es scheint, als hätte sich hier jemand verbarrikadiert. Ich glaube, hier haben wir wieder Gäste. Ich glaube, wir haben hier wieder Gäste. Oh. Ach, Missionskunde, geheim. Ziel, Halluzigen. Mission Aufklärung, Ziele, vorgeschobene Einsatzbasis für den Halluzigenüberfall sichern. Erste Erkundungen des Außenbereichs der Anlage durchführen. Potenzielle Bedrohungen identifizieren und ausschalten. Auf Kontakt mit dem Angriffsteam warten. Ach ja, mal wieder ein bisschen, da hat jemand wieder gesoffen. Nein, nimm das doch mal mit. Oh. Der hat's hinter sich. Ich dachte gerade, Kotzi, das schwebt da oben drüber und macht da ein bisschen Dampf unterm Arsch. Und ich habe gedacht, hier kommt gleich was aus der Leiche gekrabbelt. Dabei bist du das mit dem Antrieb, der hier so einen Lärm fährt. Da war in einer Kühltasche eine Tatto drin. Ja. Ich verstehe. Da hinten drin ist nichts. So. Wieder gucken. An Treppen ist immer ganz gerne irgendwelche Bömpchen versteckt. Bitte was? Das war's schon? Mehr ist hier nicht. Komme ich hier rein? Nö. Das war's schon. Das war nur so ein einzelnes kleines Ding. Ach, schade. Ich habe gedacht, das wäre jetzt wieder so ein großes Häuschen, wo man erkunden kann. Aber gut, ne, das macht ja nichts. Wir haben ein bisschen was gefunden. Ah, erstmal was trinken. Wenn ich mich gerade noch so ein bisschen matschig anhöre, ne, ihr kennt das von mir. Ich nehme immer früh morgens auf.
bin dann teilweise noch ein winzig kleines bisschen vermatscht, aber das geht schon. Oh, ich hoffe, dass Origin bald wieder funktioniert, wie es funktionieren soll, ey. Ich hatte es jetzt schon neu installiert. Ich habe die Spiele neu installiert. Das funktioniert alles einwandfrei, aber die Spiele möchten aktuell nicht starten. Es kommt noch nicht einmal eine Fehlermeldung, nach der ich googeln könnte, sondern ich klicke auf Starten und es passiert einfach ja nichts. Von daher, ich weiß nicht, was da schon wieder schief läuft, aber ich hasse Origin mittlerweile einfach so sehr. Abgesehen davon, dass... Au. Was zum... Abgesehen davon, dass Origin mich ja gezwungen hat schon fast, Dead Space 2 zum dritten Mal zu kaufen. Weil das erste Mal, als ich es gekauft habe, konnte ich es nicht spielen, weil es bereits gebraucht gewesen ist. Also dieser Code-Schlüssel da schon gebraucht wurde. Da konnte ich den Multiplayer damals nicht spielen. Dann habe ich mir es ein zweites Mal gekauft. Bei eBay war das damals noch. War als komplett neu ausgewiesen, wo der Code nicht benutzt ist. Das Ende vom Lied, es war benutzt, weil als ich Dead Space 2 als CD war, das ist das noch, nämlich installieren wollte, kam eine Fehlermeldung, dass ich irgendwas mit dem Release-Datum machen, abwarten soll und dass ich das aktuelle Datum eingeben muss, damit er weiß, okay, das Release-Datum ist überschritten und man kann spielen. Und das ist eine Sicherheitsfunktion und die aber mittlerweile so veraltet ist einfach nur, dass der echt nichts mehr annimmt und dementsprechend danach auch das Spiel nicht mehr. Und als ich den Support angeschrieben habe, deswegen hieß es, und ob die das so manuell hinzufügen können, und da hieß es, ja, ist nicht machbar, weil der Code bereits irgendwo vergeben ist. Wo ich mir dann dachte, ich habe doch gar nichts vergeben. Ja, das Resultat... Was? Halluzigen-Ink? Ach, guck mal. Sir, seien Sie vorsichtig. Ich möchte nicht, dass einem den Grund für dieses Durcheinander begegnet. Da liegt einfach mal eine Splittermine rum. Gut, dass ich beim Schleichen nichts mehr auslöse. Jedenfalls wollte ich das Spiel ja dann manuell zu Origin hinzufügen, was aber nicht ging, da der Code... schon angeblich benutzt wurde. Ich hab schon wieder zu viel. Alter, ey, das gibt's doch. Ey, ich hasse das mittlerweile so sehr hier. Psst, ich höre auf. Und es wurde. Ja. Ich konnte es nicht mehr. Okay. Robohirn. Ich konnte das Spiel nicht mehr installieren, weil es angeblich schon auf einem anderen Account installiert war, was aber ja eigentlich gar nicht sein konnte, weil ich das ja ausgewiesen neu gekauft hatte. Ja, das Ende vom Lied, ein Mitarbeiter von Origin hat sich das dann mal angeschaut und kam zum Schluss, ja... Und kam zum Schluss, ja, es ist leider eine Tatsache, dass das Spiel bereits auf einem anderen Account gespielt wurde oder registriert wurde, so rum. Das ist auf einem anderen Dingens. Okay, der ist gestorben, weil er sich in die Bank verklemmt hat, kann ich verstehen. Was zum Teufel? Alter, wie sieht das denn aus? Das ist gruselig, hör auf damit. Alter, der Typ ist gruselig. Und ich wurde dann aufgefordert, als Beweis, dass es sich auch wirklich um ein Spiel handelt, das genaue Kaufdatum herauszugeben.
Und das Spiel habe ich vor 4 oder 5 Jahren hatte ich das gekauft. Das zweite Mal wohlgemerkt. Und ich habe das ja nicht mehr. Das war bei eBay. Woher soll ich das wissen? Und daraufhin meinten die glatt, oh ja, dann können wir ihnen auch nicht helfen. Ja. Ich meine, auf der einen Seite, ich kann es verstehen, weil da könnte ich ja hergehen und könnte ja alles Mögliche behaupten und die schenken mir dann irgendwie eine Spiel-ID. Weil ich schätze mal, hätte ich da das Datum nachweisen können, noch bei eBay, wann ich das gekauft habe, dann hätten die mir wahrscheinlich oder vielleicht eine ID gegeben oder so einen Schlüsselcode gegeben, mit dem ich dann einfach das hätte eintragen können. Aber ich hab doch keine Belege und keine Infos mehr vor Zeug, dass ich vor 5 Jahren. Bitte das Gebäude umgehend evakuieren. Da musst du dich schon mehr anstellen. Was ist hier gerade los? Ich bin gerade so ein bisschen sprachlos. Ich weiß gerade nicht, was hier los ist. Ich bewege mich überhaupt nicht, weißt du? Und hier bricht gerade die Hölle los. Naja, auf jeden Fall musste ich das dann zum dritten Mal neu kaufen. Deswegen habe ich ja, weil ich gelesen habe, dass die Dead Space-Reihe in... Ach, jetzt juckt mein Ohr, Moment. Da ich ja gehört habe, dass die Dead Space-Reihe hier in dem Dingens mit dabei ist. Ich habe Angst, dass das ganze Grüne hier Gift ist. Dass sie in den... Wiederhole. Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude umgehend evakuieren. Wir haben draußen gespeichert. Ich wollte gerade sagen, ich habe Angst, dass das alles hier Gift ist. Ich traue mich gar nicht irgendwas... Was? Drogenwasser? Ich traue mich gar nicht irgendwas zu nehmen. Oder mich hier umzuschauen. Weil ich einfach Angst habe, dass ich was kaputt mache. Ablauf, Anmeldung der Testsubjekte. Anmeldung von Halluzigen-Testsubjekte, Version 135, Entschuldigung, 12.08.77. Verlangen Sie die ID, vergleichen Sie diese mit dem Testprogramm des Tages. Lassen Sie sich mündlich bestätigen, dass es sich um ein Testsubjekt und nicht um einen Kunden handelt. Bieten Sie Erfrischungen an, fordern Sie die Testsubjekte auf, die Anmeldeformulare 12a bis 12h auszufüllen. So sollten die Beruhigungsmittel im Wasser genügend Zeit zum Wirken haben. Benachrichtigen Sie das entsprechende Laborpersonal. Füllen Sie je nach Anweisung Formular 12i. Bitte das Gebäude evakuieren. Entlassung, 12j Unfallbericht oder 12k tödlicher Unfallbericht aus. Notfall, achso ja, Vorgehensweise, chemische Notfälle, Halluzigen, Notfallmaßnahmen bei chemischen Unfällen, Version 1.0, 15.03.76. Für den unwahrscheinlichen Fall eines chemischen Lecks, leitende Mitarbeiter müssen sofort evakuiert werden. Wissenschaftliche Mitarbeiter sollten alle laufenden Experimente beenden. Sollten Testsubjekte anwesend sein, entscheidet der Laborleiter, ob die Testkammern verriegelt oder evakuiert werden. Verwaltungsmitarbeiter bringen die leitenden Mitarbeiter in Sicherheit, bevor sie sich selbst evakuieren. Durch das bei Halluzigen eingebaute Luftaufbereitungssystem kann es Tage oder Wochen dauern, bis die chemischen Wirkstoffe auf natürliche Weise verschwunden sind. Betreten Sie das Gebäude unter keinen Umständen ohne vorherige Freigabe. Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude evakuieren. Ich habe das Gefühl, ich hätte so eine Gasmaske anziehen sollen. Geh mal bitte hier. Ich habe Angst, dass ich jeden Moment sterbe. Und hab schon die ganze Zeit hier mein Leben im Blick. Und ja, wo war ich denn doch? Was? Ach ja, und das war von Origin, aber nicht das einzige Problem. Das Problem war, dass das extrem langsam... Dass das einfach extrem langsam runtergeladen hat die ganze Zeit. Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude evakuieren. Kann man das chemische Leck eigentlich schließen? Boah, wie das hier aussieht. Ups.
Ich hab nervösen Finger, sorry. Oh, oh, es ist schon die erste Folge vorbei. Ja, wo war ich? Es hat einfach alles extrem langsam runtergeladen oder es wollte nicht installieren und es kam eine Fehlmeldung, nachdem der irgendwie 80% runtergeladen hatte. Und ich hasse Origin mittlerweile so sehr, weil alles andere läuft ganz normal, lädt ganz normal runter. Nur Origin zickt die ganze Zeit rum. Und wenn ich den Support angeschrieben habe, dann hieß es lediglich, ja, installieren Sie das mal neu, versuchen Sie das mal, machen Sie das mal, checken Sie Ihre Internetverbindung, also meine Internetverbindung. Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Meine Internetverbindung ist in Ordnung. Alles andere kann ich auch ganz normal runterladen, nur Origin zickt wie Sau. Ich habe keine Ahnung, warum. Vermutlich ist es bei denen einfach irgendwie die Server oder sie kriegen es einfach nicht geschissen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist Origin echt extrem mies am Zicken aktuell. Und deswegen, es tut mir leid, dass kein Mass-Effekt kommt. Es tut mir leid, dass kein Mass-Effekt kommt. Es tut mir leid, dass kein Sims 4 kommt. Ich wollte eigentlich gestern auch streamen. Ich wollte wir erstellen unseren Sims 4 Charakter machen, aber ging leider nicht, weil es hat nichts funktioniert. Deswegen war gestern dann der ganze Tag WoW angesagt und bitte das Gebäude evakuieren. Ich werde dann wahrscheinlich heute ein bisschen streamen vielleicht und mit einem kleinen Charakter anfangen, entweder mit meiner kleinen Mönchlein oder mit meiner Nachtgeborenen, je nachdem, mal gucken, zu was ich Lust habe. Und damit schließe ich jetzt auch mal hier diese Folge. Ich quatsche schon wieder viel zu lange, es tut mir leid. Ich werde hier ständig unterbrochen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, ne? Also macht's gut, tschüss.